Hi. So. Jetzt gucken wir mal. Wupp, genau. Hallo Christine. Hallo. Wir gucken mal, ob wir hier streamen. Wir gucken, ob wir dich hören. Test, Test. Und ich glaube, ich muss dich hier aber noch ein bisschen ins Bild schieben. Warte mal. So, da bist du. Hallo Christine, guten Tag. Nett, dass du heute kurz Zeit hast. Hier in der Stats One Radio Hour, Vulgo Vorlesung, Statistik 1. Ich muss mal hier gucken, ich mache heute alles ein bisschen anders hier in meinem Büro. Wir haben 7 Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist wie in einer guten Statistikvorlesung. Genau, mal gucken, ob es noch ein paar mehr werden. Ja, Christine, du bist jetzt, wie lange bist du schon bei uns als wissenschaftliche Hilfskraft? Halbes Jahr? Oder? Ein Jahr schon. Ein Jahr schon, okay. Du hast damals ja, also dann eigentlich vor einem Jahr quasi bei uns auch die Statistik 1 studiert, oder? Genau, ja. Und wir können nachher noch ein bisschen drüber sprechen, aber du bist ja von Haus aus eigentlich was ganz anderes. Du warst mal Musikerin vorher, ist das richtig? Genau, ja. Und was hat dich dann nach Lübeck zur Psychologie und damit auch zur Statistik verschlagen, kann man das sagen? Also ich habe halt Musik studiert und irgendwie ich hatte selber Auftrittsangst und habe dann, also im Studium entwickelt und habe dann festgestellt, dass mir damit nicht so wirklich jemand helfen kann und habe dann überlegt, warum ich das nicht einfach dann selber quasi auch mit Musikern machen möchte, also an Auftrittsnervosität arbeiten und da ist eben der beste Weg dann Psychologie studieren und deswegen bin ich nach Lübeck gekommen. Also es gibt schon eine direkte Verbindung sozusagen zu deiner Musikertätigkeit. Mit Statistik vermute ich mal, hat das Hornspielen aber nicht so viel zu tun, oder doch? Ich glaube nicht. Also fällt mir jetzt auch spontan nichts ein, was man da verbinden kann. Für viele Menschen ist ja Musik, je nachdem wie sie es angehen, schon etwas sehr Mathematisches. So, wenn man sich Bach oder so überlegt. Und ich habe neulich auch mal erst im Nachhinein festgestellt, dass mein eigener Statistikprofessor in Konstanz, Jan Behran hieß der, der macht ganz viel Musikstatistik oder Musikmathematik eigentlich. Also der untersucht so Kompositionen, wie die sich eigentlich sozusagen zusammensetzen. Aber der beschreibt auch Kompositionen anhand von, naja, solchen zentralen Maßen, letztlich wie wir sie auch gerade in Statistik 1 kennenlernen. Vielleicht nur, dass wir kurz mal noch ein bisschen sprechen, wie es dir damals selber als Studentin ging in der Statistik. Kannst du dich an Statistik 1 erinnern und an irgendwas Besonderes oder irgendwas, was dich besonders auch vielleicht verwirrt hat oder so am Anfang? Also ich weiß noch, dass bei mir dieses ganze Thema mit Wahrscheinlichkeiten, da war ich ein bisschen unsicher, weil ich das tatsächlich nie in der Schule hatte. Okay. Ich habe mich nie in der Schule mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigt und deswegen war es bei mir immer so ein bisschen so das Thema, wo ich mich auch selber erstmal reinlesen musste, aber der ganze Rest ging dann eigentlich. Also das war, fand ich auch teilweise dann recht intuitiv, wenn man sich da einmal drauf eingelassen hat. Hat sich das gelohnt, sich da einzulesen in die Wahrscheinlichkeit? Also jetzt außer für die Statistik 1 Klausur so. Ich glaube, teilweise schon. Also man versteht einige Dinge dann auch besser. Also warum man manche Dinge in der Statistik so betrachtet, wie man es tut. Denke ich schon, ja. Genau, ich überlege da auch ehrlich gesagt jedes Jahr wieder ein bisschen neu, wo wir die hinpacken, die Wahrscheinlichkeit. Ich richte mich da so schon nach, auch wie viele Lehrbücher das machen, dass man sagt, man macht erstmal deskriptive Statistik, wo man von Häufigkeiten spricht. Und dann platziert man so einen Block Wahrscheinlichkeit und dann gehen wir in die Inferenzstatistik rein, wo wir eben das viel brauchen. Aber es gibt natürlich auch andere, die machen erstmal so eine Art Grundkurs Wahrscheinlichkeit ganz vorne weg, nur mit Münzen und Würfeln und ganz losgelöst von allem. Das ist so ein bisschen die Alternative. Ich weiß auch noch nicht genau. Wir schauen mal, wie es dieses Jahr funktioniert. Ich freue mich eigentlich drauf, dass wir dann ab in 2 Wochen oder so darf man auch wieder Wahrscheinlichkeit sagen. Muss nicht immer Häufigkeit sagen. Genau. Ja, Christine, du bist jetzt ja auch Tutorin bei uns und betreust dieses Semester ein bisschen das Stats-Café mit. Wie lief das bisher so für euch Tutorinnen und Tutoren? Gut,
Also wir haben ganz gut, ich glaube, das erste Staatscafé ist ganz gut gelaufen. Ich meine, wir müssen das jetzt selbst ein bisschen ausprobieren, wie wir das am besten angehen. Ist ja jetzt für alle auch ein bisschen neu, die Situation. Aber ich denke, wir kommen da jetzt ganz gut in so eine Regelmäßigkeit rein. Wann findet das jetzt? Gibt es schon einen regelmäßigen Termin? Ist es dieser Montagstermin oder wie handhabt ihr das mit den Studierenden gerade? Da müssen wir noch, das müssen wir noch schauen. Wir haben uns jetzt erstmal mit den Übungsaufgaben beschäftigt. Und bis jetzt gab es auch noch keine neuen Fragen tatsächlich. Deswegen dachten wir bis Okay. jetzt, ist es vielleicht noch nicht ganz so wichtig oder wird noch nicht Ja. ganz so doll gebraucht. Okay. Ja, das Mal erlernt die gucken. Erfahrung. Als wir uns hier immer im MFC getroffen haben mit den letzten Jahrgängen, war es auch oft so, dass am Anfang des Semesters, sagen wir mal, einfach auch tatsächlich noch kein so ein Bedarf an einem Tutorium da ist. Und es ist ein Angebot von uns und von euch. Finde ich auch schön, dass ihr das zu viert fast dieses Jahr macht und dann, das wird bestimmt noch gebraucht werden. Ja. Ja, super. Christine, in deinem weiteren Studium als Psychologin, was glaubst du, brauchst du am meisten von Statistik 1 zum Beispiel oder so? Was, oder ist jetzt schon wieder ein Jahr her? Was ist dir denn nochmal untergekommen seitdem? Was braucht man? Was ist denn sinnvoll dafür, so von Studentin an die Studenten? Ich denke, dass man Abbildung gut interpretieren kann, also gerade auch wenn man sich Verteilung anguckt, dass man da einen ganz guten Überblick hat, was Verteilung schon aussagen, weil darüber kann man schon sehr viel auch mitnehmen über bestimmte Paper oder was auch immer. Also ich glaube, gerade deskriptive Statistik darf man nicht unterschätzen von Ja, der man kann auch Wichtigkeit. gleichzeitig, man könnte auch sagen, es ist auch ein Vorteil, dass es eben einfach immer wieder kommt. Das ist so die Basis von allem. Das heißt, selbst wenn man es jetzt in den ersten paar Wochen, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen irrelevant findet, was ich da über deskriptive Statistik erzähle, oder auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen zu einfach findet vielleicht, es begegnet einem ja dann einfach immer wieder und wird so eine Basis des eigenen Statistikwissens hoffentlich. Genau. Ja. Ja, jetzt haben wir nämlich mit Kovarianz und Korrelation angefangen und da werde ich heute vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und genau, ich bedanke mich, glaube ich, erstmal bei dir fürs Reinfunken. Wir müssen mal nachher auf YouTube schauen, wie das funktioniert hat. Wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende Dankeschön, und gleichfalls. bis demnächst mal. Ja, mach's Ja, gut. Tschüss, genau. ciao. Tschüss. Ciao. So, liebe Studierende, das war Christine Sickert. Wo sind wir? Hier sind wir, genau. Wir sind heute bei der Stats1 Radio Show. Wir hören mal kurz ein bisschen Musik und dann beantworte ich noch vielleicht einfach ein paar Fragen, beziehungsweise gehe auf ein paar Konzepte aus den letzten Vorlesungen nochmal ein bisschen ein. So, das war Donna Summer von 1982 mit If It Hurts Just a Little. Das nur am Rande. YouTube ist sehr, sehr schnell, um das zu bemerken. Wahrscheinlich wird es dann wieder in unserem Stream gemutet, weil das ja auch höchst Copyright-geschützte Musik ist, natürlich, die ich Ihnen hier vorspiele. Aber damit wir ein bisschen im Flow bleiben, hin und wieder ein bisschen Musik dazwischen. Wir haben die letzten Wochen, wenn Sie sich das schon angeschaut haben in den Videos, natürlich Verteilungen beschrieben. Wir haben uns die ganzen Maße der zentralen Tendenz drauf gearbeitet, also den Mittelwert, den Median. Ich weiß, dass die Psychologen zumindest gerade im Seminar dort auch noch
so mit so einem Median-Split zum Beispiel arbeiten. Weil der Median-Split, der begegnet einem in der Praxis sehr, sehr oft. Der wird oft auch missbraucht, weil man eigentlich wunderschöne unimodale Verteilungen dann irgendwie ziemlich arbiträr in zwei Haufen hackt mit einem Median-Split und dann irgendwie meint, dadurch irgendwas zu gewinnen in der Auswertung, dass man dann auf einmal zwei Gruppen hat, statt eine wunderschöne kontinuierliche metrische Variable. Davor kann ich nur warnen. Das ist ein etwas hilfloser Trick, den viele Auswertende anwenden, dass sie also hergehen, ich mal das, vielleicht kann ich das hier gerade nochmal malen, ein bisschen dauern, bis ihr das hier seht, verzögert, aber ihr habt eine wunderschöne unimodale Verteilung und dann liegt der Median natürlich hier irgendwo, wo auch, weil das ja so schön symmetrisch ist, der Mittelwert liegt. Und hier einen Median-Split machen zu wollen, in dann, sagen wir mal, die, die kleiner sind als der Mittelwert, oder kleiner als der Median in dem Fall, und die, die größer sind, und dann zu sagen, das ist Gruppe 1 und das ist Gruppe 2, das bringt euch einfach überhaupt keine neue Information. Ein bisschen anders ist es natürlich, wenn man sagt, man hat so eine Verteilung. In der Vorlesung mache ich dazu, ups, Entschuldigung, ihr seht ja gar nichts, in der Vorlesung mache ich dazu manchmal ein Beispiel, zum Beispiel mit Buchpreisen, Taschenbuchpreise. Wenn man bei Amazon die Preise von Büchern nachguckt, dann gibt es tatsächlich da so eine Bimodalität und es gibt vielleicht auch irgendwie so einen Wert, der dann manchmal, wo der Median würde vielleicht hier liegen, der dann irgendwie tatsächlich so eine Verteilung ganz sinnig in zwei Subverteilungen aufteilt. Und dann ist es vielleicht interessant, auch mit einem Median-Split zu arbeiten. Aber sehr oft wollen wir das eigentlich nicht haben. Wir haben also jetzt Verteilungen in Worten beschrieben, schiefe Maße der zentralen Tendenz, Streuung, wir haben über Varianzen und auch über die Entropie kurz gesprochen, als eine noch allgemeinere Form, wie ich sogar qualitative Merkmale in ihrer Streuung, in ihrer Variabilität in eine Zahl gießen kann, nämlich in die Entropie. Wenn wir jetzt in den letzten zwei Vorlesungen noch über die Normalverteiltheit eines Merkmals gesprochen haben, damit haben wir unsere erste Verteilung beim Namen genannt, die sogenannte Normalverteilung, das kann ich ja hier auch nochmal hinschreiben. Wir hatten gesagt, es gibt normal verteilte Variablen. Also wir haben auch gesagt, es gibt derer sehr viele, also sehr viele Merkmale in der Natur. Letztlich wahrscheinlich, weil sie sehr viele verschiedenen Einflüssen ausgesetzt sind und wo viele kleine zufällige Entscheidungen zusammenwirken, dann verwirklicht sich oft in unserer Welt etwas Normalverteiltes. Wir schreiben dann für eine normalverteilte Variable, zum Beispiel x, das wäre unsere normalverteilte Variable, da schreiben wir sehr gerne, die ist normalverteilt. Und jetzt können wir natürlich das auch nochmal in den griechischen Buchstaben gießen. Wir können sagen, was zeichnet so eine Normalverteilung aus? Welche Parameter, also welche Kennwerte auf Populationsebene hat denn so eine Normalverteilung? Und da sagen wir üblicherweise, die hat einen Mittelwert, können wir ruhig sagen, oder Erwartungswert. Und die hat eine Varianz. Und diese Varianz schreiben wir als Sigma Quadrat. Manchmal sehen Sie da auch einfach, dass man sagt, das ist normal verteilt mit μ und Sigma. Aber ganz streng genommen ist der Parameter der Normalverteilung der zweite Parameter, seine Varianz. Sehen Sie jetzt hier bitte mal, dass das noch nicht bedeutet, dass das unbedingt standardnormal verteilt sein muss. Ja, wir haben sozusagen in Abgrenzung davon dann nochmal die Standardnormalverteilung. Und die zeichnet sich einfach dadurch aus, wenn Sie also das sehen, dann sagen wir, x ist
normal verteilt mit genau dem Mittelwert 0 und genau der Varianz oder auch der Standardabweichung. Das ist in diesem Fall, wenn es 1 ist, egal, weil die Wurzel aus der 1 natürlich immer noch die 1 ist. Mit Mittelwert 0 und Standardabweichung oder Varianz 1. Und wenn das so ist, dann nennen wir das eben manchmal oft auch, nennen wir diese Variable dann auch z, oder wir sagen, sie ist z verteilt. Ja? Das vielleicht nur nochmal zur Klarstellung, das ging nämlich in meinem Video zur Normalverteilung auch ein bisschen durcheinander, würde ich sagen. Und die allerwichtigste Lektion sozusagen, die wir da noch hatten dazu zu dem Thema, war, dass wir gesagt haben, ich male mal hier nochmal eine Normalverteilung kurz hin. Das einfach, das kann man nicht oft genug sagen, auch wenn es euch hoffentlich so langsam sogar jetzt schon ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht, dass wir gesagt haben, ich hatte das in der Vorlesung mit so einer gelben Box dann markiert, oder dass ich mache erstmal hier nochmal drunter, ich sage, okay, das ist die 0. Das ist ja so klein, wir machen das neue, ist eine Sekunde. Wir machen uns hier ein neues Blatt, dann sehen wir das nochmal. Also, Normalverteilung rund um 0. Und wenn wir jetzt mal sagen, dies ist eine Standardnormalverteilung, die hat also die Streuung 1, dann kann ich hier hergehen und mir hier mal schon mal ihre Werte abtragen. Also das wäre sozusagen eine Variable, die ich also z nennen kann. Und das kann man nicht oft genug sich nochmal aufzeichnen, dass man sagt, hier, und jetzt gehe ich nochmal zu meinem Gelb. Hier machen wir es jetzt so, dass wir sagen, zwischen hier und hier, also die Wahrscheinlichkeit kann ich sogar sagen, dass z zwischen minus 1 und 1 liegt, ist genau 68%, oder nehmen Sie ruhig als Daumenregel mit, 2/3 aller Beobachtungen sollten hier drin liegen. Und wenn ich dann hier, Entschuldigung, das macht natürlich keinen Sinn, die Box so zu machen, wenn ich die dann schon so hoch mache. Doch, ja, alle einfangen. Und dann können wir noch sagen, etwas formeller, zwischen minus 2 und 2 zu einer Standard normal verteilten Variable sollten etwa also 95% liegen. Und dann kann ich auch noch sagen, wenn ich bereit bin, alle Werte zwischen minus 3 und 3 Standardabweichungen dieser normal verteilten Variable zu betrachten, dann kann ich sicher sein, dass ich eigentlich nur noch 1% der Daten verpasse. Das ist also, das werden wir ab übernächster Woche auch so nennen, dass es also auch sehr unwahrscheinlich ist, solche extremen Werte hier zu beobachten. Ja, wenn das das Merkmal ist, wie es in der Natur auftritt, zum Beispiel die Pfotenlänge irgendeines Lemur in Madagaskar, dann messen Sie die Pfotenlängen dieser Lemuren und finden eine Normalverteilung mit einer mittleren Pfotenlänge μ, sage ich mal, und einer Standardabweichung dieser Pfotenlänge. Und wenn Sie jetzt sich selbst überzeugt haben, dass eine Normalverteilung mit dieser mittleren Pfotenlänge als Mittelwert und der Standardabweichung als Standardabweichung dieses Phänomen Pfotenlängen von Lemuren in Madagaskar ganz gut beschreibt, dann wissen Sie auch einiges darüber, wo so etwa die Pfotenlängen liegen würden, um in diesem leicht albernen Beispiel zu bleiben. Das wollte ich heute nur noch mal zur Normalverteilung sagen und gleich sprechen wir noch ein bisschen über die Kovarianz und den Zusammenhang von Merkmalen. Genau. Als zweites Thema
Was ich mit euch heute noch mal kurz besprechen wollte, war sozusagen das große Thema, dessen wir uns jetzt in dieser Woche eigentlich beschäftigt haben, nämlich der sogenannten Kovarianz. Schreibe ich hier auch noch mal groß hin. Kovarianz. Die Kovarianz hat natürlich sehr, sehr viel als Maß, sehr, sehr viel mit der Normalverteilung zu tun. Wir hatten gerade bei Normalverteilung noch mal gesagt, das dreht sich sozusagen alles um den Mittelwert. Ich kann für so einen Z-Wert sagen, ich sehe einem Z-Wert direkt an, wie weit er vom Mittelwert, nämlich der 0, dann entfernt ist. Und dazu habe ich euch heute auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht führe ich das jetzt gleich hier schon mal kurz ein bisschen ein. Ich hoffe, ihr seht dieses Fenster, was ich jetzt hier ins Bild schiebe. Und ich wollte euch eigentlich mit diesem kleinen Beispiel nur nochmal ein Phänomen näher bringen. Muss ich mal schnell hier diese Abbildung noch kontrollieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Genau. Und den machen wir auch so. Genau, jetzt haben wir hier nämlich eigentlich im Prinzip zweimal die gleiche Abbildung. Ich wollte euch das Phänomen nochmal näher bringen, dass wir zum Ausrechnen von Kovarianzen und dann auch dieser sogenannten Korrelation, mit der wir diese Woche in der Vorlesung aufgehört haben und die uns jetzt in der neuen Woche nochmal sehr ausführlich beschäftigen wird, dass bei Kovarianzen und Korrelation wir erstmal annehmen als sehr idealisierte Annahme, dass die zwei Merkmale, die wir jetzt zusammen betrachten wollen, bivariat, dass die beide, jedes für sich, einigermaßen normal verteilt sein sollten. Und das habe ich euch hier nochmal in einem Beispiel mitgebracht. Wenn ihr bitte hier nochmal kurz drauf guckt, mal kurz schauen, was hier passiert, kann man das nicht hinkriegen. Jetzt haben wir es. Das sollte jetzt auch bei euch dann so zu sehen sein. Ihr seht hier zweimal im Prinzip gleiche Verteilung. Wir haben hier auf der X-Achse Körpergröße. Das sei unser eines Merkmal, was wir mal betrachten wollen. Körpergröße, so zwischen, was sehen wir da, 145, also zwischen 150 und 190 Zentimeter kurz gesagt. Wenn wir uns darauf einigen können, dass dieses Merkmal halbwegs normal verteilt ist, dann können wir auch dieses Wissen jetzt zur Anwendung bringen, wo etwa zum Beispiel zwei Drittel aller Beobachtungen liegen sollten. Nämlich die Standardabweichung, kann ich euch sagen, hier ist etwa 10 cm in diesen Daten und der Mittelwert ist 170 cm und ihr werdet mir hoffentlich zustimmen, dass wir halbwegs Normalverteilung haben. Nebendran haben wir, wissen wir noch nicht genau warum, gibt es nochmal so einen Graph, der ist ebenfalls, sind die gleichen Daten, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, die auch so eine Verteilung zeigen. Ganz minimale Unterschiede, wissen wir gerade noch nicht genau. Warum? Was ich hier eigentlich gezeigt habe, deshalb auch diese lustigen Farben und so, ist ein Graph, der schon, das ist schon ein bivariater Plot, das ist gar kein univariater Plot, sondern, versuche ich das mal zu zeigen hier, ich kann, ah ne, muss ich nicht hier machen, Quatsch, hier muss ich es machen, Verzeihung, so diesen Plot mal ein bisschen drehen, wenn es klappt. Seht ihr das? Das ist also wie so eine Landschaft. Ich kann den mal so drehen. Wir machen vielleicht erstmal tatsächlich sogar so. Dann seht ihr, wir haben hier auch nochmal eine Normalverteilung drin versteckt. Wenn wir nämlich in dieses Gebilde, und ich zeige es euch vielleicht nochmal, dass ihr seht, was das eigentlich für ein Gebilde ist. Das könntet ihr euch mal so wie aus einem 3D-Drucker oder wie von so einem Kunsthandwerker im Erzgebirge geschnitzt irgendwie vorstellen. Wie so eine Art Kraterlandschaft oder Mondlandschaft. Und das, was ihr hier seht, ist eine bivariate Normalverteilung. Manchmal sagt man auch allgemeiner eine multivariate Normalverteilung, aber in dem Fall ist sie ja bivariat, weil sie sozusagen zwei Teile hat. Und diese zweite, man kann sozusagen sich das auch so drehen und sagen, ich gucke nur von der einen Seite rein. Also wie der Schattenwurf der entlang der einen Dimension. Und das ist in diesem Fall, sehen wir hier, aha, Intelligenz. Hier wurden also auch noch für all diese Probanden Intelligenzpunkte erhoben. Zwischen, die schwanken dann eben um 100 rum. Wie ihr vielleicht schon aus anderen Kursen wisst oder schon mal gehört habt, ist der Intelligenzquotient von Psychologinnen und Psychologen mit genau diesen Eigenschaften erschaffenes Maß. Nämlich, das hat qua seiner Konstruktion einen Mittelwert von 100 und eine Standardabweichung von 15.
Und genau das habe ich hier zum Spaß für uns auch mal umgesetzt. Ich habe ein paar Daten erfunden sozusagen, simuliert, die genau das zeigen. Wir haben jetzt also von jeder Dimension reingeguckt. Wir haben über die Höhe reingeguckt, haben gesehen, ist schön normal verteilt. Haben über die Intelligenz reingeguckt, haben gesehen, ist schön normal verteilt. Und wenn wir von oben drauf gucken, und das ist das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, seht ihr eine große Punktwolke. Ja, kann ich auch, glaube ich, hier so richtig zeigen. Dann haben wir es, glaube ich, so genau. Wir sehen eine Punktwolke, also überall dort, wo Farbe ist, könnt ihr euch in so einem Scatterplot, wie wir ihn zurzeit immer malen, vorstellen. Da ist eigentlich, da sind Punkte oder viele Punkte. Und dort, wo es dann so ganz dunkelblau wird, da sind im Prinzip keine Punkte, kann man sich das vorstellen. Haben wir auch gesehen, da ist die Verteilung ganz niedrig. Ja? Was würdet ihr jetzt über die Kovarianz hier sagen? Wir würden sagen, die Kovarianz ist eigentlich quasi irgendwie nicht vorhanden. Richtig? Das solltet ihr jetzt, wenn ihr das Video zur Kovarianz schon geschaut habt, schon wissen, dass sich eine Kovarianz rund um 0 etwa so abbildet. Das Interessante ist jetzt unser zweiter Fall hier nebendran. Da hatten wir auch gesagt, da haben wir jetzt Körpergröße wieder abgetragen. Es sind genau die gleichen Körpergrößen im Übrigen. Und die sind abgetragen gegen etwas ebenfalls schön normal verteiltes. Das ist mir zu kompliziert. Das mache ich kurz hier per Kommando. Drehe uns das mal. Das ist abgetragen gegen das Körpergewicht dieser Probanden. Streut irgendwie so rund um 70 Kilo, auch ziemlich schön normal verteilt. Wir haben also wiederum die Voraussetzung erfüllt, dass wir damit schön was rechnen könnten, was Lineares, eine Kovarianz ausrechnen könnten. Und das war mein Telefon, das habt ihr wahrscheinlich auch gehört jetzt. Aber wenn ihr jetzt hier mal in unsere Holzschnitzerei reinschauen und das quasi drehen, dann, weil es eben nicht mehr Intelligenz jetzt ist, die hier gegen die Körpergröße abgetragen wird, sondern das Gewicht, das abgetragen wird, dann ergibt sich ein Scatterplot, würden wir sagen, ein bivariates Streudiagramm, was durchaus sehr schön eine positive Kovarianz erkennen lässt. Und entsprechend auch nur, oder warum kann man das gut erkennen? Man kann das gut erkennen, wenn man sich wiederum durch die Mittelwerte dieser beiden Merkmale so ein Fadenkreuz denkt und dann sieht, dass diese beiden Quadranten hier oben links und unten rechts, die negativ zu so einem Maß beitragen würden, quasi nicht gefüllt sind und dagegen die, die positiv beitragen würden, also oben rechts und unten links eben ganz schön gefüllt sind. Ich habe dann für euch auch mal hier noch, seht ihr vielleicht in klein drüber, die Kovarianzen dieses kleinen Projekts auch ausgerechnet. Ich habe gesagt, was ist die Kovarianz zwischen Körpergröße und Intelligenz? Die ist minus 1,42. Da hatten wir gesagt, da wissen wir jetzt gar nicht so richtig, was das wert ist, weil das irgendwie stark davon abhängt, was die Einheit ist von Körpergröße und von Intelligenz. Und es hängt auch stark vom N ab, also wie viele Beobachtungen eigentlich in diese Kreuzproduktsumme und so da eingehen. Deshalb teilen wir das dann noch durch die Standardabweichungen, durch das Produkt der Standardabweichungen, um dann einen Korrelationskoeffizienten zu bekommen. Und den seht ihr hier auch schon. Der war sehr, sehr klein. Der war minus 0,01, also quasi 0. Ja? Während für Höhe mal Körpergewicht sich ebenfalls eine für uns erstmal nichtssagende Kovarianz ergibt, die darf man jetzt wirklich auch gar nicht direkt vergleichen, weil ja sozusagen Gewicht eine ganz andere Einheit mitbringt in die Kovarianz als Intelligenz. Also wenn wir jetzt Größe und Gewicht angucken, sind es eben deren beiden Einheiten, deren beiden Streuungen, die sozusagen den absoluten Wert der Kovarianz stark beeinflussen. Aber was wir sehen, die Kovarianz hat ein positives Vorzeichen und das passt zu diesem Bild. Und wenn wir diese Kovarianz durch das Produkt der Streuungen teilen, also die Körpergröße hat vielleicht eine Streuung von etwa 8 cm und das Gewicht vielleicht eine Streuung von etwa 8 kg, durch das Produkt geteilt, werde ich die Einheit der Kovarianz los, die hat dann keine Einheit mehr. Und entsprechend sehe ich einen Korrelationskoeffizienten, der maximal 1 werden könnte oder minus 1 und der wird 0,62, also eine ganz ordentliche
ganz ordentlicher, positiver, linearer Zusammenhalt. Letzter, bisschen nerdiger Punkt, den ich mit dieser bivariaten Normalverteilung euch machen wollte, was man an diesen beiden Fällen vielleicht doch ganz schön sieht. Warum teilen wir die Kovarianz durch das Produkt der Standardabweichungen? Weil man hier sehen kann, an diesem Beispiel von Intelligenz und Körpergröße, wenn zwei Merkmale linear nichts miteinander zu tun haben, dann kenne ich ihre Kovarianz schon, indem ich einfach ihre Streuungen multipliziere, ihre Standardabweichungen multipliziere, da bekomme ich so ein, dann bekomme ich quasi die größtmögliche Kovarianz schon. Also im Betrag zumindest, was der größtmögliche Betrag wäre. Wenn zwei Merkmale nichts miteinander zu tun haben, dann entspricht ihre Kovarianz genau diesem, dem Produkt der, die größtmögliche Kovarianz entspricht diesem Produkt. Und hier sehen wir in dem anderen Fall, dass das Produkt, dass die Kovarianz einen großen Teil dieses Produkts ausmachen kann. Da habe ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen verhaspelt gerade. Aber das wichtig, die wichtigste Lektion hier: zwei wunderschön normal verteilte Merkmale gehen ein in eine Kovarianz, aber ob sie wirklich in unserem Sinne kovariieren, ist damit noch nicht gesagt, sondern das sagt mir eben erst das Ausrechnen der Kovarianz. Das war, glaube ich, alles, was ich zum Thema Kovarianz heute noch dringend nachtragen wollte. Wir könnten noch ein bisschen über ein Thema sprechen, uns ein bisschen vorbereiten, was uns eigentlich erst in der nächsten Woche so richtig interessieren wird, nämlich, kann es aber auch jetzt schon besprechen, nämlich, dass das Vorliegen einer positiven oder negativen Kovarianz, also einer wirklich substanziellen, linearen Beziehung zwischen zwei Variablen, natürlich nichts über deren Kausalität aussagt. Also wir wissen dann natürlich nicht, in diesem Fall ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wir können nicht sagen, die Körpergröße hätte das Körpergewicht verursacht. Und umgekehrt wird genauso wenig ein Schuh draus. Oder ich kann auch nicht sagen, das Körpergewicht, wenn man schwerer ist, muss man zwangsweise dann halt auch größer sein, weil das Gewicht mehr Platz braucht oder was. Das sind natürlich alles unzulässige Kausalschlüsse und es ist auch einfach nicht so. Sondern in diesem Fall können Sie sich selber mal fragen, wie kommt das eigentlich zustande, dieser positive Zusammenhang, diese positive Kovarianz. Und das können wir ja vielleicht uns gleich noch kurz ein bisschen angucken, auf welche Arten das zustande kommen kann. Das ist ein kleiner Vorgriff auf nächste Woche. Und dann hätten wir es für heute, glaube ich, auch bald schon wieder geschafft hier. So, das war Joe Jackson mit Is She Really Going Out With Him, uralter Hit von etwa 1979 oder 1980, glaube ich. Kausalität, Is She Really Going Out With Him, fragt er sich. Er fragt sich erstmal, ob das Phänomen überhaupt vorliegt. Kann das wirklich wahr sein? Und wenn wir dann ein Phänomen beobachtet haben, wie eine Variable korreliert, macht bewusst hier mal so ein paar Pfeile hin, und mach's mit zwei Pfeilspitzen und mach's auch noch gestrichelt, weil wir dem Braten selbst kaum so richtig trauen können. Wenn wir sagen, zwei so Variablen korrelieren,
dann ist erstmal was gewonnen. Wir haben was verstanden über die Welt. Wir wissen, da gibt es Kovarianz. Ja? Und nochmal, Statistik ist wirklich, ich verkürze nur unwesentlich, wenn ich sage, Statistik ist die Lehre von Kovarianzen und Varianzen. Und die dann zerlegt werden in als bedingte, bedingt von durch andere Variablen angeschaut werden. Das ist im engeren Sinne Statistik und vor allem multivariate Statistik. Ein schönes Beispiel dafür wäre zum Beispiel, was Sie hier sehen, für diese zwei Variablen. Wir könnten uns vorstellen, die eine Variable, vielleicht dieser blaue Punkt da, ist das Körpergewicht oder die, sagen wir ruhig, die Adipositas, also die Übergewichtigkeit von Probanden. Die wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt erhoben. Da wurde dann eine longitudinale Studie gestartet, eine Kohorte, kann man sagen, wurde gebildet aus Leuten, die starkes Übergewicht hatten, Leute, die nicht so viel Übergewicht hatten. Und dann messe ich 10 Jahre später, das wäre dann hier diese rote Variable, hören Sie, wie die Forscher sich das als abhängige Variable, als Outcome-Maß vorstellen. Die denken, sie messen jetzt 10 Jahre später das Auftreten von Herzkrankheiten. Kann man sagen, zum Beispiel, wie viele Herzkrankheiten lagen vor, wie viel Prozent in dieser Stichprobe haben irgendwie Herzinfarkt oder schwere koronare Gefäßkrankheiten entwickelt. Verschiedene abhängige Maße, die wir aber alle mal zusammenfassen könnten unter der Idee Herzkrankheiten. Und hier wurde in dieser Studie tatsächlich ein positiver Zusammenhang beobachtet. Also in unserem Sinne können wir jetzt schon sagen, eine Kovarianz lag vor zwischen BMI zum Zeitpunkt 0 BMI zum Zeitpunkt 0 und Herzkrankheiten 10 Jahre später. Heißt das nochmal, dass das eine, also dass der BMI, dass Übergewichtigkeit zu Herzkrankheiten führt? Kann ich diese kausale Sprache da verwenden? Sie würden mir sicher zustimmen, dass man zumindest vorsichtig sein sollte. Und in dieser Studie war es tatsächlich so, dass eine ganze Vielzahl von Variablen zumindest erstmal in Frage kommt, um hier eine sogenannte Konfundierung herbeigeführt zu haben oder eine sogenannte Confounding im Englischen darzustellen, Confounders zu sein, nämlich die Variable Alter. Es stellte sich heraus, dass die Probanden, die größeres Körpergewicht mitbringen, üblicherweise auch die schon älteren Probanden sind. Alter ist nun mal wirklich die par excellence Variable, die die Wahrscheinlichkeit auf Herzerkrankungen später natürlich auch erhöht. Ernährung ist eine andere Variable. Jetzt weiß ich nicht, ob die in dieser Studie so eine Rolle gespielt hat. In dieser speziellen Studie war es tatsächlich das Alter, was ein ganz deutlicher Confounder war, der einfach sozusagen, muss man sagen, schlecht kontrolliert wurde. Aber nochmal, wenn das die ganze Studie gewesen wäre oder die ganze Bachelorarbeit, dann wäre es natürlich schade gewesen und hätte auch zu unnötig viel Spekulation geführt. Vielleicht wären sich die Autoren bewusst gewesen, dass es nicht kausal sein muss, aber solche potenziellen Confounders mit zu erheben und zu kennen, ist in der Statistik schon nicht nur die halbe Miete, sondern eigentlich die ganze Miete. Ja? Oft ist es eine Möglichkeit, solche Variablen experimentell zu kontrollieren. Das ist nicht unser Thema in der Statistik 1, aber es ist auch möglich, das ist unser Thema in Statistik 2 dann, eben durch den Einschluss dieser Variablen in die Analyse solcher Zusammenhänge zumindest keinen Fehlschlüssen aufzusetzen. In diesem speziellen Fall wäre es zum Beispiel so, dass tatsächlich dieser Effekt, der ursprünglich beobachtet wurde, dann unter Umständen zerbröselt und wegfällt. Sie haben dazu auch von mir ein kleines Video, wo sowas Ähnliches gezeigt wird. Das Video heißt Partialkorrelationen und Suppressoreffekte. Da wird auf so ein Thema auch nochmal ein bisschen eingegangen. Zurzeit übrigens spielt in unserer, wir sind ja immer noch in dieser Pandemie, wenn Sie heute zuschauen. Heute Morgen, glaube ich, habe ich irgendwo auf Twitter oder so ein Bild gesehen, wo jemand zum einen sagte, lassen Sie mich kurz schauen, wie ich das zusammenkriege, die Bild-Zeitung machte auf, glaube ich, mit der Headline, also der Lockdown war ja viel zu intensiv und das hat ja alles, also der Lockdown war ja böse und schlecht und hat unsere Wirtschaft vernichtet. So, das ist ja so ein Tenor, den zumindest manche Medien jetzt zurzeit auch sehr stark auf einmal wieder vertreten. Dann hat jemand gesagt,
Hä? Habt ihr von der Bild-Zeitung, habt ihr mal diesen Graph hier angeschaut oder diese Tabelle? Und was war in der Tabelle zu sehen? Die Tabelle enthielt die runtergegangenen Zahlen der Neuinfektionen. Was dieser Mensch also insinuieren wollte, war, der Lockdown, hier in blau gezeigt zum Beispiel, der hat doch dazu geführt, dass die Infektionen runtergegangen sind. Wir haben doch zum Beispiel über Länder hinweg einen Zusammenhang zwischen, wie stark waren die Lockdown-Maßnahmen, wie streng war die epidemiologische Kontrolle, die jetzt hier in einem Land gemacht wurde, und was sind die Neuinfektionszahlen. Man könnte da natürlich schon erwarten, ich habe da auch mal was vorbereitet, dass es dort doch dann auch, das wollte der Mensch auf Twitter sagen, da gibt es doch einen negativen Zusammenhang. Ja? Je stärker der Staat durchgreift mit seinem Lockdown, umso weniger Neuinfektionen gibt es. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will mich hier überhaupt nicht in so einer super schwierigen Frage inhaltlich positionieren. Ich nehme es nur kurz als ein Beispiel, dass wir darüber nachdenken könnten, wie auch in so einem, wie auch dieser Gedankensprung Intensität unserer Social Distancing Maßnahmen, kurz gesagt, reduziert Neuinfektionen, wie auch das ein Fehlschluss sein könnte oder zumindest ein stark zu einfacher Schluss aus letztlich wiederum einer Kovarianz oder einem positiven, nicht positiven sollte ich nicht sagen in dem Fall, einem Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen. Nun, die Idee ist natürlich, die man oft auch bei jeglicher Art von medizinischer oder politischer Maßnahme haben kann, nämlich es gibt natürlich mal wieder sowas wie die Zeit, die vergeht und die vielleicht der Tatsache zugrunde liegt, also hinter Zeit versteckt sich hier hinter der Variable Zeit, würde sich auch verstecken, also Time habe ich da geschrieben, wann dann mal der Lockdown überhaupt greift sozusagen, also wann mache ich das überhaupt, es muss erstmal Zeit vergehen. Das ganze Phänomen, kann man auch sagen, muss erstmal schlimm genug werden. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie eine Erkältung haben, da gehen Sie auch nicht am ersten Tag zum Arzt, sondern vielleicht irgendwie so nach fast einer Woche sagen Sie mal, jetzt ist mein Schnupfen, aber mein Husten so übel, jetzt muss ich doch mal zum Hausarzt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass das schiere Vergehen von Zeit zu einer Eigendynamik des Phänomens führt. Also vielleicht gibt es eben auch noch andere dritte Faktoren, die so ein Phänomen wie Neuinfektionen eben auch zum Erliegen bringen können wieder. Darüber haben wir ja auch sehr viel gelernt, alle in den Medien in den letzten Wochen. So dass wir also schon eine Situation haben könnten, wo im Ende wiederum ein positiver Zusammenhang zwischen einer politischen Maßnahme wie so einem Lockdown und einer epidemiologischen Kennzahl wie so einer Reproduktionszahl von so einem Virus oder der Anzahl Neuinfektionen zu finden ist, aber es nicht im engeren Sinne im direkten Sinne einen Kausalpfad gibt. Den gibt es manchmal, aber den muss es eben nicht geben. Genau. Sondern ich könnte eben dritte Variablen Z haben, die beide beeinflussen. Das hatten wir als Confounding bezeichnet. Confounding. Wir hatten dann auch noch den heißen, wirklich ein bisschen abgefahrenen Fall, zu sagen, vielleicht sehen Sie nächste Woche, Vorgriff auf nächste Woche, was ich gerade mache. Vielleicht ist es auch so, dass die beiden Variablen jeweils kausalen Einfluss auf eine dritte Variable haben. Zum Beispiel, wie krank du bist, du kommst ins Krankenhaus. Dann wäre das hier die Variable Krankenhaus. Das ist ein Beispiel, was ich heute nicht ausführe, das entwickeln wir im nächsten. Dann ist diese Variable aber ein sogenannter Collider. Ein Collider kann ebenfalls dazu führen, wenn er vorliegt, dass Sie eine Korrelation zwischen Ihren zwei Sie eigentlich interessierenden Variablen finden, die so gar nicht da war. Und schließlich hatten wir auch noch gesagt, die Variablen könnten sich auch sozusagen reverse verursacht haben. Sie möchten gern irgendwie glauben, dass Blau Rot verursacht hat, zeigen das mit einem Korrelationskoeffizient oder mit einer Kovarianz. Eigentlich ist der Zusammenhang aber genau andersrum oder das Wirkprinzip andersrum. Und das können Sie mit einer Kovarianz oder einer Korrelation natürlich nicht abgreifen. Das sollte aus dem Video diese Woche und dem Video, was Sie jetzt in der kommenden Woche studieren, klar geworden sein. Zum Abschluss für heute, es war jetzt doch wieder recht trocken, aber es sind eben Statistikvorlesungen auch mal. Zum Abschluss von dem kleinen Video heute oder von unserer kleinen Radioshow würde ich Sie noch ganz herzlich bitten wollen, in Moodle
an einer kleinen Zwischenevaluation teilzunehmen. Viele von Ihnen haben das schon getan. Bitte halten Sie Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen auch nochmal dazu an. Ich habe dort einfach mal ein paar Fragen reingestellt, weil es mich wirklich sehr interessiert, wie es Ihnen auch in diesem außergewöhnlichen Semester mit der Statistik und mit den Angeboten von uns, Vorlesung, Seminar, Staatscafé so geht, wie Sie Ihre eigene Leistung so bisher auch einschätzen und wie Sie auch das Modul so ein bisschen im Vergleich zu anderen Modulen erlebt haben oder bisher erlebt haben. Und das können wir dann gegen Ende des Semesters vielleicht nochmal machen, haben dann auch so ein bisschen eine Verlaufskontrolle, würde man sagen. Genau, das soll es im Prinzip für heute gewesen sein. Es war die Stats One Radio Show. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Wieder-Reinschalten. Geben Sie mir sonst gerne auch noch ein bisschen Feedback, was geklappt hat, was nicht geklappt hat. Fragen habe ich diese Woche nicht so viele erhalten, muss ich sagen. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen improvisiert rund um die Normalverteilung und rund um die Kovarianz. Wenn Sie konkrete Fragen für mich haben, schicken Sie mir die gerne bis donnerstags. Wir sehen uns vor aller Voraussicht nach zur Live-Show wieder in 2 Wochen. Das gebe ich aber dann auch nochmal bekannt und verabschiede mich jetzt von Ihnen mit diesem Stück. Ihnen ein schönes Wochenende. Ciao. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of her jewelry on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibration. She's giving me the